In seinem Film Das große Fressen von 1973 beschreibt der Regisseur Marco Ferreri, wie vier Männer, ja, ihren Lebensekel bzw. auch die Leere im Leben damit füllen wollen, dass sie sich in einem selbstzerstörerischen Akt des Überkonsums zu Tode fressen. Sie fressen also so lange, bis sie sterben. Und damit hat Marco Ferreri ein starkes, groteskes Bild entworfen von Menschen, die eben keinen Sinn im Leben finden können und die sich somit selber das Leben nehmen. Ein ähnlich starkes und groteskes Bild entwirft auch Thomas Bernhard in seinem Buch Der Untergeher von 1983, als nämlich Wertheimer, die zweifelsohne wichtigste Figur in diesem Buch, am Ende seines Lebens erkennt, dass er eben nicht der begnadete Klavierspieler geworden ist, der er gerne gewesen wäre. Und um seinen Selbstekel jetzt auch entsprechend zu inszenieren, bevor er sich das Leben nimmt, da entwirft er eben das Fest einer verstimmten Wertlosigkeit seines eigenen Klavierspiels. Auf Seite 155 heißt es, Franz, ein Angestellter von Wertheimer, Franz habe, weil er ja gesehen hat, dass Wertheimer seine Gäste tatsächlich wahnsinnig gemacht hat mit seinem Klavierspiel, den Verdacht, dass Wertheimer die Gäste bestochen hat, ihnen Geld gegeben hat, damit sie in Treich bleiben. Denn ohne eine solche Bestechung, also ohne Geldzuwendung, so Franz, wären sie sicher nicht über 2 Wochen geblieben, um sich von Wertheimers Klavierspiel wahnsinnig machen zu lassen. Und ich dachte, dass der Franz möglicherweise recht hat mit seiner Behauptung, Wertheimer habe den Leuten Geld gegeben, sie tatsächlich bestochen, wenn auch vielleicht nicht mit Geld, so doch mit etwas anderem, damit sie 2 Wochen, ja über 2 Wochen bleiben. Denn sicher hat es haben wollen, dass sie über 2 Wochen bleiben, dachte ich, denn sonst wären sie nicht über 2 Wochen geblieben. Ich kenne Wertheimer zu gut, um ihm nicht eine solche Pression zuzutrauen, dachte ich. Immer nur Bach und Händel, sagte der Franz, ununterbrochen bis zur Bewusstlosigkeit. Schließlich habe Wertheimer für alle diese Leute im großen Speisezimmer unten ein, wie Franz sich ausdrückte, fürstliches Nachtmahl auftragen lassen und ihnen gesagt, dass sie am nächsten Morgen verschwunden zu sein hätten. Ein Essen kommt hier tatsächlich auch noch vor, aber es geht Wertheimer offenbar darum, dass er sein Klavierspiel als Tortur für sich selber und für andere inszeniert. Er hat erkannt, dass er Klavierspielen einfach nicht so kann, dass er es nicht so gut beherrscht wie zum Beispiel das Genie Glenn Gould. Na, und deswegen inszeniert er also seine eigene Wertlosigkeit als ein großes Finale, bevor er sich dann das Leben nimmt. Der Ich-Erzähler möchte in Treich in Oberösterreich die hinterlassenen Zettel von Wertheimer sichten, verschiedene Aufzeichnungen, damit der Ich-Erzähler seine eigene Arbeit über den genialen Pianisten Glenn Gould endlich vollenden kann. Wertheimer hat sich also schon das Leben genommen, der Ich-Erzähler kommt gerade von dessen Beerdigung und auch Glenn Gould ist schon tot. Glenn Gould, das wisst ihr wahrscheinlich, gab es wirklich, einer der größten Klavierspieler des letzten Jahrhunderts. Der Ich-Erzähler betritt, wenn wir die äußere Handlung mal anschauen wollen, eigentlich nur ein Gasthaus. Das kommt immer wieder leitmotivisch, natürlich auch in Anspielung und in Anlehnung an die Goldberg-Variationen, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Er betritt ein Gasthaus, das wird immer wieder gesagt. Er redet dann endlich auch mit einer Wirtin, die eventuell Wertheimers Geliebte war oder auch nicht war. Später redet er dann auch noch mit Franz. Und auf der Seite 132 erhalten wir einen Einblick in die Psyche von normalen Menschen, einen Einblick in die Volkspsyche, die sich natürlich eklatant abhebt von der Psyche dieser so glühenden Klavierspieler. Sie selbst, also die Wirtin, habe niemals genug Geld und niemals genug Zeit gehabt und sei nicht einmal nur unglücklich gewesen, im Gegensatz zu den von ihr apostrophierten feinen Herren, die immer genug Geld und genug Zeit hätten und andauernd von ihrem Unglück redeten. Diese Wirtin und auch Franz, sie sind interessante Kontrastfiguren zu diesen Menschen, die in ihrer Dimension der Kunst und des Intellekts aufzugehen scheinen, aber eigentlich überhaupt keine Befriedigung in dem finden können. Warum ist das so? Naja, dafür müssen wir in die Vergangenheit dieser 3 Männer blicken. Denn alle 3 lernen sich kennen in Salzburg am Mozarteum, studieren sie nämlich beim abermals sehr großen Pianisten Horowitz. Sie studieren also Klavier. Übrigens war Thomas Bernhard wirklich auch am Salzburger Mozarteum. Er versuchte sich dort an einer Gesangskarriere, was allerdings aus gesundheitlichen Gründen scheiterte. Diese 3 Klavierspieler, von denen allerdings nur einer, nämlich Glenn Gould, ein Genie war, sie sind durchaus dann jahrzehntelang miteinander verbunden gewesen. Wertheimer war für Glenn zu schwach.
So gesehen ist Wertheimer, indem er sich für den Horowitz-Kurs angemeldet hat, in seine Lebensfalle gegangen, dachte ich. Die Falle schnappte zu, indem er Glenn zum ersten Mal spielen gehört hat. Das Nicht-Genie Wertheimer hört das Genie Glenn Gould, zum Beispiel auch bei dessen Wiedergabe der Goldberg-Variation oder Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, und erkennt, dass er das niemals so aufführen kann, er kann das niemals so spielen, und dort bricht also etwas zusammen. Ja. Und Wertheimer ist im Gegensatz zu Glenn Gould auch daran interessiert, sich sozial abzusichern. Er muss immer über das, was er tut, reflektieren. Er muss sich in Kontrast zu anderen setzen. Er reflektiert das eigene Spiel, was zum Beispiel Glenn Gould überhaupt nicht macht. Manche Leser haben deshalb auch davon gesprochen, dass Glenn Gould als Figur hier eigentlich überflüssig sei. Aber ich denke, dass es eben ein interessantes Schlaglicht auf die Tatsache wirft, dass das Genie, das einfach voll aufgeht in seiner Tätigkeit, sich selber nicht überprüft, sich selber nicht reflektiert und deswegen auch intellektuell in diesem Buch als Reflexionsträger keine Bedeutung hat. Ja? Glenn Gould spielt einfach. Er nimmt das, was er hört, was er vielleicht auch an Noten sieht, auf und kann es zu wunderbarer Musik verarbeiten, die andere Menschen begeistert. Anders als Wertheimer, der seine gekauften Zuhörer ja in den Wahnsinn treiben wird. Wertheimer und der Ich-Erzähler hassen übrigens ganz Bernhard typisch Österreich, besonders die Städte Salzburg, Wien, Chur, aber dann auch Passau oder generell die ganze verhurte Schweiz. Sie hassen im Prinzip alles. Sie hassen alles, was ihnen in die Quere kommt, sie hassen ihre Lebensbedingungen, sie reflektieren also immer wieder über ihre Lebensbedingungen. Sie hassen auch den Sozialismus in Österreich, sie hassen die Politiker und auch das Volk. Dadurch wird die Fremdheit dieser Menschen überdeutlich, auch die Isolation, in der sie sich befinden. Und uns wird deutlich gemacht von Thomas Bernhard, dass Intellekt und Kunst, dass das Reflektieren überhaupt keine Verbindung stiftet zu den Menschen, die vielleicht wirklich ja, ein Lebensglück eben auch in sich tragen, wenn man es denn schaffen könnte, hier eine Verbindung zu erzeugen. Der Intellektuelle und auch der Künstler, der eben kein Genie ist, der sich immer wieder selbst bespiegeln muss, der erschafft sein Leid also selbst. Wertheimer ist übrigens auch abhängig von seiner Schwester. Wertheimer entstammt einer schwerreichen österreichischen Familie und die Schwester beschließt mit 46 Jahren, dass sie doch nochmal ein eigenes Leben führen möchte in der Schweiz, als sie nämlich einen Schweizer kennenlernt. Und das erinnert mich doch stark an die Beziehung zwischen Matthies und Hege in Die Vögel von Wessers. Dort hat Wessers ja die Lebensunmöglichkeit eines Menschen mit besonderen Bedürfnissen porträtiert. Eine Dichterpersönlichkeit, die die Welt auf eine besondere Weise wahrnimmt, ja, eine besondere Verbindung auch herstellen kann, aber eine Figur, der es andererseits eben nicht gelingt, auf eigenen Beinen zu stehen. Und diese Abhängigkeit von Hege wird auch das Lebensglück von Hege beschneiden. Und gerade dort, wo sich eine Frau, eine Schwester plötzlich entscheidet, jetzt doch nochmal auch ein Lebensglück zu verfolgen, da bricht eben diese Künstlerexistenz zusammen. Und damit hat Thomas Bernhard sicherlich auch das Porträt eines Lebensunmöglichen geschaffen. Ja, eines Verrammelungsfanatikers, wie es an einer Stelle mal so schön heißt, denn Thomas Bernhard war ja auch ein Meister der skurrilen Komposita. Sie alle, Gould, der Ich-Erzähler, und Wertheimer waren Verrammelungsfanatiker, die also die Außenwelt eigentlich nicht an sich herankommen lassen wollten. Aber Glenn Gould hat es geschafft, ja, wirklich Kunst für die Ewigkeit zu erzeugen. Der Ich-Erzähler und Wertheimer haben das nicht geschafft. Der Ich-Erzähler hat dann auch bald die Segel gestrichen. Er hat seinen Steinway an eine Lehrerstochter verschenkt. Ekelhafter Kleinbürgerlicher könnte es ja gar nicht sein. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Lehrertochter. Aber er hat erkannt, er wird diesen Weg des großen Klavierspielers nicht gehen können. Wertheimer hingegen hat es weiter probiert und er ist in die Vernichtung gegangen. Die Arbeit an der Glenn Gould-Biografie wird selbst vom Ich-Erzähler auch immer wieder vernichtet und wird immer wieder neu begonnen. Auch hier wiederholt sich der Versuch also auf der erzählerischen Ebene, die intellektuelle Suche immer wieder neu entstehen zu lassen, das Authentische zu finden. Was war denn das Authentische an Glenn Gould? Während Glenn Gould als Genie sich überhaupt nicht reflektierte. Na? Und auch das sind also motivisch gesehen bei Thomas Bernhard in gewisser Hinsicht Variationen. So wie eben auch die Goldberg-Variationen, Variationen des immer gleichen Motivs oder ähnlicher Notenfolgen darstellen.
Nur im Unterschied zu Glenn Gould erschafft es hier auch der Erzähler sozusagen nicht, eine Kunst für sich herzustellen oder eine Befriedigung herzustellen. Er setzt immer wieder neu an und das Denken, das sich spiegelt, das sich in seiner Konstruktion wahrnimmt, dekonstruiert sich immer wieder auch, weil es die eigenen Lebensbedingungen vielleicht auch verachtet, weil es sich in den ewig gleichen Denkprozessen verachtet und etwas Neues, noch Besseres, Authentischeres aufstellen will, aber natürlich seinen eigenen gedanklichen Fesselungen nicht entkommen kann. Und so ist dieses Buch in der Auseinandersetzung mit dem Genie ja wirklich eine horrende Abrechnung mit all jenen, die den Intellekt und die Kunst nutzen und damit eigentlich sich selbst ins Grab treiben, in den Ruin treiben. Die Erzählweise zeichnet das natürlich nach. Es ist wie immer bei Thomas Bernhard monologisch. Der Erzähler rattert monologisierend durch diese manische Selbstbehauptung von Künstlern, vor allem Wertheimers, aber auch seiner eigenen Interpretation. Diese Künstler sind mit dem, was sie erschaffen, aber niemals zufrieden. Auch gewisse Phrasen oder eben musikalische Motive von scheinbaren objektiven Setzungen, zum Beispiel wie ohne weiteres gesagt werden kann oder dachte ich oder das ist die Wahrheit. Ja, diese scheinbaren Objektivierungen erzeugen eigentlich immer wieder nur den Eindruck von tiefer Fesselung, von Gebundenheit. Auch zahlreiche skurrile Komposita, wie eben ja, die Verrammelungsfanatiker oder die Sackgassenmenschen, wiederholen den Zwangscharakter dieser manisch getriebenen Menschen, die immer wieder reflektieren, aber im Reflektieren überhaupt keine Zufriedenheit und keine Selbstbestätigung finden. Die also reflektieren, ohne auf den Punkt dessen zu kommen, um was es im Leben geht. Und gerade weil sie sich dem Völkischen oder weil sie sich generell dem sozialen Anderen verschließen, schaffen sie eben nicht das, was Glenn Gould sozusagen mühelos immer wieder erzeugt hat, nämlich Momente für die Ewigkeit. Das Genie findet sich, konzentriert sich auf sich selbst und kann damit aber andere erreichen. Und so hat Thomas Bernhard mit seinem Untergeher also abermals Variationen von Figurenzeichnungen zur Kunst erhoben, damit wir daran reifen oder damit wir diese eben genießen können. Ein sprachlich, erzählerisch und motivisch natürlich klug konstruiertes Werk. Ein Werk, das uns Menschen zeigt in ihren eigenen Gedanken und Zwangsvorstellungen, verzetteln, die immer wieder in Sackgassen des Gedankens geraten und sich eigentlich nicht daraus befreien können. Die also im Prinzip am Leben scheitern. Ich gestehe, dass ich Holzfällen noch etwas mehr genossen habe von Thomas Bernhard, weil dieser Text noch etwas humorvoller, noch etwas leichtfüßiger daherkam, weil mir die Motive und auch die selbstironische Absicht dieses Textes noch etwas angenehmer erschien. Aber auch der Untergeher ist natürlich lesenswerte Literatur aus Österreich und es erhält von mir 7 von 10 Punkten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Werk haltet. Wo liegen für euch die philosophischen Stärken des Buches? Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.